ich bin's, Rangerina. Heute sind wir im Hundebusch bei Farchau und ich besuche heute Förster Moritz. Hallo Moritz, Mensch, wir stehen jetzt neben diesem Baum. Der sieht nun ganz anders aus als alle Bäume, die wir uns bisher angeguckt haben. Was ist mit dem Baum passiert? Kannst du mir das sagen? Hier ist die Natur in voller Kraft in Form eines Sturmes aufgetreten und hat diesen Baum, der allerdings schon vorgeschädigt war, durch irgendeine alte Verletzung, die er im Wurzelbereich hatte und wo dann Pilze eindringen konnten, ist dieser Baum hier in der kompletten Länge abgeschert. Für uns kein Verlust, weil, wie du siehst, dieser Baum war von der Holzqualität durch das lange Arbeiten des Pilzes sowieso nicht mehr wertvoll. Ganz im Gegenteil, jetzt ist es ökologisch extrem wertvoll. Überall sind Risse, Spalten, Nischen. Der Stamm wird sich im Liegenden langsam zersetzen, bildet für viele Tiere und Pflanzen, vor allen Dingen für die Pilze, jetzt auch Lebensraum, ist als Wasserspeicher auch gerade bei der Trockenheit besonders wichtig. Und deshalb werden wir diesen Baum auch nicht weiter als Brennholz oder dergleichen verwerten, sondern der bleibt Natur. Das heißt also, der Baum ist wirklich durch diesen Pilz, wenn ich das richtig sehe, ist das all das Schwarze, was wir hier drin sehen, oder? Einfach so instabil geworden, dass er irgendwann durch den Wind einfach abgebrochen ist. Genau, also dieser Pilz, den du hier siehst, das ist der sogenannte Brandkrustenpilz. Der ist besonders gefährlich, wenn der Baum an der Straße steht. Deswegen müssen wir manchmal auch vermeintlich gesunde Bäume fällen, weil als dieser Baum stand, hätte man ihm kaum angesehen, dass er so krank ist. Deswegen müssen wir regelmäßig die Waldränder kontrollieren und auch einen so einen Baum mal fällen. Dieser Brandkrustenpilz, der knirscht ein bisschen, wenn ich ihn zwischen den Fingern zerdrücke und sieht so aus wie Ich wollte gerade sagen, Kohle. Das sieht so ein bisschen aus wie Asche oder Kohle, die übrig bleibt, wenn man irgendwas verbrannt hat, oder? Daher der Name Brandkrustenpilz. Und wie gesagt, dieser Pilz zersetzt den eigentlich stabilen Stamm, sodass dann in dem Fall hier ein Sturm oder eine stärkere Windböe gereicht hat, um diesen Baum halt umzudrehen und auf den Boden fallen zu lassen, also abbrechen zu lassen. Ja, und das heißt, ihr nutzt den ganzen Baum, der jetzt hier liegt, der bleibt einfach so liegen, der wird nicht weiterverarbeitet, obwohl der doch eigentlich, wenn ich das so sehe, noch relativ gut aussieht, bis auf so die Bruchstellen. Aber das heißt, ihr lasst ihn jetzt genau so liegen und der bleibt dann für die Tiere, die hier noch mitwohnen. Genau, Stichwort ist wieder naturgemäß. Hier hat die Natur etwas angedeutet. Du hast die Risse in diesem aufgeplatzten Stamm erwähnt, sodass wir hier keine Bretter, Bohlen oder dergleichen mehr rausschneiden könnten. Das heißt, dieser Baum, den könnten wir natürlich ohne Probleme noch zu gutem Brennholz machen, aber davon haben wir genügend. Der Anfall bei der normalen Holzernte in der Krone für Brennholz, den haben wir so oder so. Das heißt, hier erlauben wir uns den Luxus, diesen Baum nicht mehr ökonomisch, sondern ökologisch zu bewerten, weil er hier wirklich besonders ist. Das heißt also, ihr betrachtet ihn nicht mehr nach, was bringt der letztendlich ein, sondern nach dem, welchen Nutzen hat er hier für die Tierwelt, wie zum Beispiel, dass sich da Käfer drin niederlassen können und den Baum als Heimat nutzen können. Wenn du so willst, bringt er jetzt ganz viel Nutzen, aber auf einer anderen Ebene. Alles klar, okay. Das heißt also, es ist gar nicht sinnvoll, jeden Baum zu fällen und ihn zu verarbeiten, sondern ihn wirklich auch teilweise, wenn er so liegt wie hier, er liegt nicht auf einer Straße, er liegt mitten im Wald, wirklich einfach liegen zu lassen und zu nutzen. Genau. Okay. Und in dieser Lücke, die entstanden ist, ähnlich wie bei der Eiche, die wir gefällt haben, hier auf einem anderen Weg entstanden, werden jetzt auch wieder, wir sehen es, die Eberesche, der Ahorn, die Buche sowieso, werden jetzt hier wieder wachsen und irgendwann mal die nächste Bestandesschicht bilden. Das heißt also, letztendlich schließt sich hier auch unser Kreislauf. Wir haben angefangen mit den ganz jungen Keimlingen bei unserer ersten Station, wo wir gemeinsam waren. Genau. Und jetzt, wo hier der Baum von sich aus gestorben ist, haben wir wieder überall ganz viele kleine Keimlinge, die kommen und ihre Chance kriegen. Richtig. Wenn wir den Spagat also hinkriegen zwischen gleichzeitig Nutzen, aber auch eben nicht Nutzen, können wir das Ökosystem in einem schönen Gleichgewicht, also Nutz, Schutz und der Erholungsfunktion halten. Und das ist die große Kunst an unserem täglichen Tun, die häufig gar nicht so auffällt, aber wie du heute gesehen hast, doch sehr vielfältig und komplex ist. Also ein riesengroßer Kreislauf, den ihr eigentlich durchgängig immer unter Kontrolle behalten müsst und bei dem ihr immer genau das Augenmerk drauf halten müsst. Ist es jetzt noch richtig? Müssen wir schon wieder irgendwas Neues machen? Und wann machen wir den neuen Schritt, damit wir wieder genug Holz haben, was wir auch nutzen können? Getreu dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Alles klar.
Das war aber heute spannend mit Moritz. Jetzt haben wir ganz viel über den Wald gelernt. Wir haben gelernt, wie kleine Keimlinge überhaupt ihre Chance finden. Wir haben gelernt, was die Teenagerbäume machen und wie sie wachsen. Wir haben uns eine riesengroße Eiche angeguckt. Mein Gott, diese Eiche war so groß, da komme ich mit meinen Armen auf gar keinen Fall rum. Und ich glaube auch ihr nicht, außer ihr fasst euch als Klasse zusammen. Und dann sind wir hier bei unserem letzten Baum, unserem Totholz, hängen geblieben. Und damit haben wir den ganzen Kreislauf schon abgeschlossen. Wenn wir mit den Keimlingen anfangen und einmal die gesamte Baumgeneration durchgehen, bis er umfällt und wieder neue Keimlinge entstehen können. Das ist ein riesengroßer Kreislauf. Guckt doch einfach mal bei euch im Wald um die Ecke oder in der Gegend, ob ihr so einen Kreislauf bei euch auch finden könnt. Vielleicht seht ihr eine riesengroße Lücke, bei der ihr auch Keimlinge findet.